Willkommen zu den Rankings, den Top 50 besten Flatrides weltweit, welche ich bis jetzt gefahren bin, Stand Anfang 2020. In diesen Rankings sind alle 50 Flatrides inkludiert, abgesehen von Freefall Towern. Dazu habe ich bereits ein eigenes Ranking gemacht, ist in der Infocard verlinkt. Und falls euch auch andere Rankings interessieren, zum Beispiel zu den besten Dark Rides, den besten Achterbahnen und so weiter, könnt ihr euch gerne anschauen. Schreibt auf jeden Fall euer Ranking zu euren Lieblings-Flatrides gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und da die Liste von mir so lang ist, werde ich auf die letzten Plätze kaum eingehen. Und dann beginnen wir auch direkt mit dem Ranking. Platz 50, Flying Scooters von Larsen. Ich bin nur einen von diesen typisch amerikanischen Familienfahrgeschäften gefahren, die Anlage in Kings Dominion. Diese war wirklich jetzt nichts Spezielles, aber es gibt andere Anlagen, zum Beispiel in Knobels, welche deutlich intensiver sein sollten, aber trotzdem nur auf dem letzten Platz. Platz 49, das Kettenkarussell. Wellenflieger gehören wirklich zu den Standard-Flatrides, die eigentlich jeder schon gefahren ist. Gibt es von vielen verschiedenen Herstellern, ist für Familien gut geeignet, aber trotzdem weit hinten im Ranking. Platz 48, Flipper. Auch ein typisches Kirmesfahrgeschäft, ist wirklich auch familienfreundlich, sieht von außen deutlich besser aus, als wenn er in der Fahrt ist und deswegen auch hinten im Ranking. Platz 47, Hexentanz. Auch hier wieder wirklich ein typisches Familienfahrgeschäft, macht auf jeden Fall ein bisschen Spaß, aber weder intensiv noch sehr schnell, kann man auf jeden Fall mal fahren, aber trotzdem auch weit hinten im Ranking. Platz 46, Nebulas. Ich bin den Prototypen dieses neuen Zahnpeller-Fahrgeschäftes in Coney Island gefahren. Man hat eigentlich auch keine Airtime leider, aber von außen wirklich ein sehr schönes Geschäft und auch super für Familien geeignet. Platz 45, der Giant Sky Chaser von Zamperla. Auch dieses Fahrgeschäft ist familienfreundlich und in verschiedenen Arten und Größen anzutreffen. Erinnert von der Position her ein wenig an die Flying Coaster derselbigen Firma. Das Geschäft ist in Ordnung, auf Dauer ist die Position jetzt nicht zu angenehm und jetzt auch nicht der spannendste Flatride. Platz 44, der fliegende Teppich. Auch diesen Typ gibt es von verschiedenen Herstellern und in verschiedenen Größen. Ich bin die Anlage im Gründerland gefahren. Auch diese macht Spaß, leider auch nicht besondere Airtime oder ähnliches, aber auch ein super Fahrgeschäft für Familien. Platz 43, die Schiffsschaukel. Zusammen mit dem Kettenkarussell wirklich am meisten anzutreffen, gibt es auch hier wieder in verschiedenen Größen. Ist aber ein Flatride, der eigentlich immer Spaß macht. Nichts Weltbewegendes, deswegen nicht so weit oben, aber kann man, wenn man genug Zeit hat, auf jeden Fall mal mitnehmen. Platz 42, der Enterprise. Dieses klassische Fahrgeschäft wird heutzutage auch immer seltener, aber mit den konstanten Gehkräften und keinen Bügeln trotzdem teilweise noch etwas Besonderes und kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, aber trotzdem relativ redundant, da man einfach nur konstante Gehkräfte hat, aber auf jeden Fall auch von außen ein schönes Geschäft und auf dem Platz 42. Platz 41, der Breakdance. Auch wieder eines der Fahrgeschäfte, die man sehr oft auf der Kirmes antrifft. Aber ein Breakdance, vor allem mit einem guten Rekommendeur, macht dann auf jeden Fall schon eine Menge Spaß. Man wird teilweise gut hin und her gerissen und kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Platz 40, der Host Condor. Auch wieder ein Typ, den man heutzutage nicht mehr so oft antrifft. Ist wirklich ein klassisches Fahrgeschäft, aber trotzdem familienfreundlich und man hat teilweise auch von oben eine gute Aussicht. Platz 39, der Zamperla Endeavor. Hierbei handelt es sich um eine neuere Variante des Enterprise und hier sitzt man außen und ist auf jeden Fall sehr frei. Ich bin bis jetzt eine Anlage davon gefahren, ebenfalls in Coney Island. Die Kritikpunkte des Enterprise treffen auch hierauf zu, aber man ist wirklich sehr frei, ist auf jeden Fall was anderes und ist auf dem Platz 39. Platz 38, der Hus Ranger, wie zum Beispiel der fliegende Hai im Hansapark. Auch wenn es diese Anlage nicht mehr gibt, war es der einzige Ranger, den ich gefahren bin. Auch wieder ein wirklich sehr Oldschool-Typ, aber man hatte wirklich sehr gute Hangtime, sehr intensives Fahrgeschäft und hat während der Fahrt, die ich gehabt hatte, immer Spaß gemacht. Platz 37, Turbinen wie zum Beispiel Zero Gravity. Ich bin bis jetzt schon mehrere verschiedene Turbinen gefahren, in Land of Legends, im Skyline Park und die klassische Variante auf dem Oktoberfest. Hier wird man über einer Zentrifuge an die Wand gedrückt, man hat gute Gehkräfte und wenn der Boden dann wegfährt, ist es auf jeden Fall was Besonderes. Auch hier wieder ein sehr klassisches Fahrgeschäft. Platz 36, der Afterburner. Eine der ersten Schaukeln im Ranking, ist wirklich sehr oft anzutreffen. Man hat gute Gehkräfte, bisschen Airtime außen, auf Dauer nicht das Spannendste, kann man aber mal mitnehmen und auf Platz 36. Platz 35, Starflyer und Windseeker. Das sind die beiden Arten der hohen Kettenkarussells. Ich bin von beiden Typen nicht der größte Fan, macht zwar meist eine gute Aussicht,
aber trotzdem tun sie dann für mich nicht so viel. Da bevorzuge ich einen Freefall Tower auf jeden Fall immer mehr. Aber in einer guten Location kann man sie auf jeden Fall mal mitnehmen und sind auf dem Platz 35. Platz 34, der Zamperla Disco Coaster. Auf jeden Fall auch eine familienfreundliche Anlage, aber diese Fahrgeschäfte machen mir persönlich auf jeden Fall immer eine Menge Spaß. Durch das Drehen und durch die besondere Sitzposition, mit dem Gesicht nach außen, mit dem mittleren Hügel, wo es dadurch dann ein Disco Coaster ist, auf jeden Fall deutlich besser und macht auf jeden Fall Spaß und ist deswegen auch im guten Mittelfeld angeordnet. Platz 33, Smashing Jump. Diesen Typ dürfte man zum Beispiel als Voodoo Jumper von der Kirmes kennen. Ich war tatsächlich von meiner Fahrt nicht zu sehr überzeugt. Die ganzen Effekte machen auf jeden Fall Spaß, aber ich hatte auf jeden Fall RTM erhofft, welche ich nicht bekommen habe und deswegen auch nur im Mittelfeld angeordnet. Platz 32, der Schwarzkopf Absoluter. Diesen dürfte man als Parcours von der Kirmes kennen. Ein Rundfahrfahrgeschäft, wo man teilweise wirklich sehr schön hin und her gerissen wird. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, kann man mal gut mitnehmen und ist deswegen auch hier im Mittelfeld angeordnet. Platz 31, die Glocke von Funtime. Davon gab es eine Auslieferung, stand zuerst auf dem Prater und ist dann in Hansabag umgezogen. Ich hatte nur eine einzige Fahrt vor über 5 Jahren und es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit großen Frisbees, fährt sich deutlich schwerfälliger, ist jetzt auch nicht zu intensiv, hat jetzt auch nicht zu starke Airtime. Die Kapazität ist wirklich sehr gering. Aber auch wenn es die Anlage jetzt im Park nicht mehr gibt, war es wirklich ein sehr schönes Fahrgeschäft. Platz 30, der Hus Frisbee. Diesen kennt man zum Beispiel als Sidekick im Moviepark oder auch als reißende Anlage. Die Frisbees mit dem Gesicht nach innen bieten auch nur konstante Gehkräfte, machen Spaß, aber auch nicht mit größeren Frisbees vergleichbar. Platz 29, der Tribillion von ABC Rides, wie zum Beispiel Cyborg Cyberspin im Six Flags Great Adventure. Dies erinnert auf jeden Fall an Topspin, aber ist von außen deutlich eindrucksvoller, als wenn man ihn fährt. Er ist jetzt nicht sehr intensiv, aus dem Fahrprogramm könnte man auf jeden Fall deutlich mehr rausholen. Also auf jeden Fall das Aussehen mit den verschiedenen Rotationsachsen ist das, was den Typ ausmacht. Aber trotzdem gefällt mir ein normaler Topspin dann doch ein bisschen mehr und ist deswegen nur auf dem Platz 29. Platz 28, der Topspin. Auch diesen gibt es von verschiedenen Herstellern und ist meistens wirklich ein solider Flatride, wenn man ein gutes Fahrprogramm hat. Die Bügel sind nicht optimal, aber dafür sind diese Anlagen wirklich sehr intensiv und kann man auf jeden Fall immer mal mitnehmen, wenn man die Zeit hat und auf jeden Fall ein netter Flatride-Typ. Platz 27, der Shaker. Auch hier wieder oft als Shaker oder unter anderen Namen auf der Kirmes anzutreffen. Auch hier wieder ein Rundfahrgeschäft, man wird meist gut hin und her gerissen, teilweise auch netter Hangtime. Auf jeden Fall eines der besten Rundfahrgeschäfte, die ich kenne und deswegen auch im Mittelfeld angeordnet. Platz 26, der Loopfighter von Technical Parks, wie zum Beispiel der Burner. Hierbei handelt es sich um eine Überkopfschaukel, ist wirklich nicht zu intensiv, teilweise der Hangtime, fährt sich aber auch ein bisschen schwerfällig, ist auf jeden Fall eine der schwächeren Schaukeln, die ich kenne, macht aber trotzdem Spaß und deswegen genau in der Mitte von der Liste angeordnet. Platz 25, der Megadance von Hus, wie zum Beispiel Devil Rock. Dieses Rundfahrgeschäft ist auf jeden Fall eines der intensivsten, die ich kenne. Man wird teilweise echt sehr stark hin und her gerissen, bisschen Hangtime, gute Gehkräfte, macht Spaß und deswegen genau in der Mitte angeordnet. Platz 24, Pegasus. Hierbei handelt es sich fast genau um eine Mischung aus Topscan und Loopfighter, ist auf jeden Fall nicht das größte Fahrgeschäft, macht aber dann doch Spaß, Intensität ist da, Hangtime und ähnliches erreicht man auch. Und deswegen auf jeden Fall solide und auf dem Platz 24. Platz 23, der Air Race von Zamperla. Auch dieses Rundfahrgeschäft verbreitet sich immer mehr, um halt wirklich während der Fahrt teilweise echt stark Hangtime. Gibt es in verschiedenen großen Ausführungen, nehme ich aber immer gerne mit und auf jeden Fall eine solide Attraktion. Platz 22, der Tower Air Race bzw. Air Race Plus, ebenfalls von Zamperla. Das ist eine modifizierte Anlage von den normalen Air Race. Und man fährt an einem Turm nochmal ein paar Meter weiter nach oben. Ich bin die Anlage in Coney Island gefahren. Die erste Auslieferung gibt es ab 2020, aber ebenfalls zum Beispiel in Six Flags Fiesta Texas. Man hat ein bisschen mehr Höhe, sonst aber nicht viel besser als normaler Air Race und deswegen nur ein Platz weiter oben. Platz 21, der Zira Starshape, wie zum Beispiel Skyjet im Skyline Park oder auch Mechanica in Liseberg. Diese Anlage sieht von außen auf jeden Fall intensiver aus, als sie ist. Fährt sich auf jeden Fall ganz gut, auch teilweise fast ein bisschen schwerfällig und nicht vergleichbar mit Topscans, aber trotzdem solider Ride und deswegen auf Platz 21. Platz 20, Ghost Rider.
Dieses Rundfahrgeschäft ist auf jeden Fall mit das intensivste, was ich kenne. Und dafür fällt es sich auf jeden Fall auch noch echt angenehm. Man wird übertrieben hin und her gerissen, hat teilweise echt starke Hangtime. Gefällt mir echt gut. Super Ride, muss man mitnehmen. Auf jeden Fall eines der intensivsten Fahrgeschäfte, die ich kenne. Platz 19. Der Topstar Tour von Moser, wie zum Beispiel Transformer. Das ist auf jeden Fall das Fahrgeschäft mit der meisten Hangtime, das ich kenne. Teilweise auch guten Gehkräften. Muss man wirklich mögen. Auch eine Attraktion, die ich jetzt nicht zu oft fahren müsste, da die Hangtime auf Dauer dann doch ein bisschen unangenehm ist. Aber hatte während meiner Fahrt ein super Fahrprogramm und deswegen relativ weit oben in der Liste. Platz 18. KUKA Roboterarme, wie zum Beispiel Bionicle im Legoland. Das ist auf jeden Fall etwas Einzigartiges und es sind einfach KUKA Roboterarme, wo dran der Sitz befestigt wird und man dann verschiedene Überschläge und andere Manöver fährt. Wird in ähnlicher Art auch als Robocoaster Dark Ride verwendet. Und wirklich intensiv, teilweise gute Hangtime, hat auf jeden Fall Potenzial und deswegen auch relativ weit oben. Platz 17. Die Maxi Dance Party 360 von SBF Visa, wie zum Beispiel Highfly im Skyline Park. Auch hier wieder eine Überkopfschaukel, hat jetzt nicht zu starke Gehkräfte, da man jetzt nicht zu stark schwingt, aber dafür gute Hangtime, wenn man oben über Kopf ist. Macht auf jeden Fall Spaß, aber trotzdem eine der schwächeren Schaukeln. Platz 16. Der Frisbee von Mondial. Eine Anlage des Typs bin ich in Kings Dominion gefahren, wo es ein Frisbee, wo man nach außen sitzt. Es gibt ein paar andere Frisbees, welche deutlich besser sind, aber trotzdem hat mir dieser gefallen. Nicht ganz so groß, aber auch gute Gehkräfte und Airtime und deswegen auch in den Top 16. Platz 15. XXL Riesenschaukeln. Diese kennt man zum Beispiel als XXL Best Exclusive oder auch als Konga, obwohl mir die letztgenannte Anlage auf jeden Fall von dem Typ am besten gefällt, da diese gefühlt da noch ein bisschen mehr drehen. Diese Anlagen haben eine gute Größe, auch gute Gehkräfte und an den Scheitelpunkten auch nette Airtime haben mir gut gefallen und deswegen in den Top 15. Platz 14, Booster. Das ist die erste von insgesamt drei Propellergattungen in diesem Ranking und hier kommen zunächst die Booster und ebenfalls das Chaos Pendel, was eine Abwandlung davon ist mit einem extra Dreharm, aber von der Fahrt her sich jetzt nicht zu stark unterscheidet. Booster sind auf Kirmessen wirklich immer öfters anzutreffen, da wirklich sehr viele neue Anlagen davon gebaut werden. Sie machen Spaß, mal die Höhe, mal Gehkräfte, aber gefallen mir von den ganzen Propellerarten dann doch am wenigsten, machen aber eine Menge Spaß und deswegen in der oberen Hälfte angeordnet. Platz 13. S&S Screamin' Swings. Diese Schaukeln sind zwar nicht zu hoch, aber haben im Tal auch gute Gehkräfte, zusammen mit der besonderen Lage, zum Beispiel in Liseberg direkt am Hang etwas Besonderes und auf jeden Fall auch nette Airtime. Platz 12. Die S&S XL Screamin' Swing, wie zum Beispiel die Anlage in Cedar Point. Hier einfach nochmal eine Nummer größer, ein bisschen intensiver, ein bisschen besser Airtime mit einem größeren Ausschwingradius. Macht auf jeden Fall auch Spaß und deswegen auch so weit oben im Ranking. Platz 11. Der Top Scan. Leider gibt es davon nicht mehr zu viele Anlagen. Ich bin bis jetzt zwei gefahren. Einmal die reißende Anlage Skater und ebenfalls der Top Scan in Caravans. Aber die transportable Anlage war vom Fahrprogramm deutlich intensiver. Das ist wirklich eine der Flat Rides, die am meisten Out-of-Control-Feeling erzeugen, meiner Meinung nach. Sehr intensiv, man wird übertrieben hin und her gerissen und hat es sogar fast in die Top 10 geschafft. Platz 10. Der Giant Frisbee von Huss. Diesen bin ich in Cedar Point gefahren und Frisbees mag ich schon sehr gerne und ist auf jeden Fall einer der besten Frisbee-Typen, die es gibt. Man sitzt nach außen, großer Ausschwingradius, gute Gehkräfte, nette Airtime. Trotzdem nicht ganz so gut wie die Frisbees von zwei anderen Herstellern, welche gleich kommen werden. Aber trotzdem ein super Flat Ride und in den Top 10. Platz 9. Die Turbinen von Mondial. Das ist nun die zweite Propellergattung im Ranking. Und Turbinen kennt man zum Beispiel als Gladiator von der Kirmes. Nochmal ein Stückchen höher. Die Gondeln können selbst nochmal um 360 Grad drehen. Gut intensiv. Ich hatte auf Gladiator eine phänomenale Fahrt auf der Tilburgse Kirmes 2018. Und deswegen ist dieser Flat Ride Typ auch so weit oben. Platz 8. Skyroller und Skyflies von Gerstlauer. Dieser Typ wird in den letzten Jahren auch in sehr vielen Parks gebaut, aber dieses interaktive Fahrgeschäft gefällt mir echt sehr gut, egal ob es ein Skyroller oder ein Skyfly ist. Ich bin deutlich mehr Skyflies gefahren, aber jedes Mal einen neuen Überschlagsrekord aufzustellen ist wirklich super. Auf der Anlage im Holiday Park habe ich insgesamt 56 Überschläge geschafft, was dann wirklich einfach nur verdammt intensiv ist. Aber auch die anderen Anlagen, die ich gefahren bin, Liseberg, Land of Legends, Hansapark und Ripstrill sind alles super. Einer meiner Lieblings-Flatrides und auf dem Platz 8. Platz 7. Slingshot. Es gibt viele verschiedene Slingshots von verschiedenen Herstellern. Ich bin bis jetzt die Anlage auf Coney Island gefahren und ebenfalls Skyshot im Skyline Park,
welcher wirklich verdammt hoch ist. Auf jeden Fall einer der eindrucksvollsten Flatrides, wenn man nach oben geschossen wird. Der Slingshot nach oben ist wirklich einzigartig und was Besonderes. Einfach die Aussicht, die man oben hat und die ganzen Überschläge, die man macht, ist wirklich ein cooler Flatride und auf dem Platz 7. Platz 6, Mondial Cabriolos. Die letzte Art der Propeller und kennt man zum Beispiel von der Kirmes als Eclipse oder als No Limit. Dieser Typ ist deutlich intensiver als zum Beispiel die Booster. Man hat die Fahrgastgondel nur an einem Ausleger und teilweise sind über Kopfdurchfahrten durch die Station möglich, was somit das Intensivste ist, was man auf einem Flatride erleben kann. Ich hatte auf Eclipse mal eine Fahrt, wo ich 3 über Kopfdurchfahrten durch die Station hatte und das war wirklich echt der Hammer. Auch sonst verdammt intensiv, auf jeden Fall der beste Propellertyp, den ich bis jetzt gefahren bin und hat es sogar fast in die Top 5 geschafft. Platz 5, der Suspended Topspin. Das ist eine Weiterentwicklung des normalen Topspins, man sitzt Rücken an Rücken und die Sitze sind ebenfalls flawless und mit besseren Bügeln. Kennt man zum Beispiel als Talokan im Phantasialand, aber ich bin auch schon 2 weitere Anlagen gefahren. Gefällt mir viel besser als die Topspins, mit einem schönen Timing und einem guten Fahrprogramm hat man gute Gehkräfte, Hangtime, wird komplett hin und her gerissen, weiterhin einer meiner Lieblings-Flatrides und auf Platz 5. Platz 4, die Überkopfschaukel-Inversion wie zum Beispiel Flipfly. Diese kleineren Überkopfschaukeln sind wirklich nicht sehr hoch, aber das Fahrprogramm ist meistens echt gut, man hat Hangtime, hohe Gehkräfte und wenn die Gondeln frei ausschwingen, wird man wirklich nett hin und her gerissen, während meiner Fahrt auch ein langes Fahrprogramm, trotz der Größe einer der besten Flatrides, die ich kenne und auf dem Platz 4. Platz 3, Infinity. Das ist die größere Variante des Inversions, gibt es bis jetzt nur eine Auslieferung reißend von und 60 Meter kopfüber bei einer Überkopfschaukel zu sein, ist wirklich der Hammer. Man hat gute Airtime, verdammt starke Gehkräfte, das ganze Schwingen macht eine Menge Spaß und wenn man über Kopf ist, echt auch starke Hangtime. Eine der besten Flatrides, die ich kenne, auf jeden Fall der beste Transportable und auf dem Platz 3. Platz 2, der Giga Discovery von St. Perla. Das ist aktuell die größte Variante des Giant Discoveries von St. Perla und ich bin diesen gefahren als Wonder Woman Lasso of Truth in Six Flags World Adventure. Ich bin ein sehr großer Fan von Frisbees, auch hier sitzt man nach außen und die Größe macht das Fahrgeschäft einfach aus. Also von außen sieht dieser schon super aus, aber während der Fahrt hat man echt starke Gehkräfte und an den Scheitelpunkten auch super Airtime, eine der besten Flatrides, die ich kenne und auf dem Platz 2. Platz 1, die Gyroswing von Intermin. Gyroswings sind weiterhin mein Lieblings-Flatride-Typ, wie zum Beispiel Loki in Liseberg oder Tiger Run im Jurs Sommerland. Die Besonderheit im Gegensatz zu anderen Frisbees ist hier, dass man nur Lapbars besitzt. Ebenfalls sitzt man nach außen. Ohne Gyroswing ist er von sich aus echt schon mal sehr beeindruckend und echt groß. Man hat auch hier verdammt hohe Gehkräfte und an den Scheitelpunkten echt super Airtime. Bei weitem mein Lieblings-Flatride. Muss man auf jeden Fall mal gefahren sein und deutlich besser als die ganzen anderen Frisbee-Typen, die ich bisher gefahren bin. Und deswegen sind Gyroswings und damit Loki in Liseberg auf jeden Fall der beste Flatride-Typ bzw. Flatride, den ich kenne und den ich gefahren bin. Und das war's dem Ranking 10 Top 50 Flatrides, welche ich bis jetzt gefahren bin. Ich hoffe, euch hat das Ranking gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare euer eigenes Ranking zu den besten Flatrides, die ihr bisher gefahren seid. Und schaut euch sonst gerne auch das Ranking zu den Top 5 Towern an. Und dann abonniert den Kanal, damit ihr keines der zukünftigen Videos mehr verpassen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.